diejenigen, die einen spirituellen Weg gehen, die sind viel schwieriger zu kontrollieren. Das ist ganz klar. Und jede Regierung, auch die beste, die braucht die Bevölkerung zu kontrollieren, um zu funktionieren, um einen Staat zu regeln und einen Staat zu, damit der Staat sich entwickelt. Und diejenigen, die einen spirituellen Weg gehen, die werden leider für die Regierung immer freier. So mehr sie innerlich stark werden, so freier werden sie, weil sie in der Richtung der Wahrheit gehen. Und Jesus sagte, Wahrheit macht frei. Also dieser Punkt ist sehr wichtig. Liebe und Weisheit bringen zur Wahrheit. Und Wahrheit bringt zur Freiheit. Und das ist eben für die Regierung gefährlich. Aber jede Regierung in einem gewissen Moment, wenn man durchhält und wenn man weiterhin diese innerliche Kraft entwickelt, es kommt ein Moment, wo jede Regierung aufhört, diejenigen, die so solch eine Lebenseinstellung haben, aufhört, sie zu attackieren. Und das heißt, dass meiner Ansicht nach muss man auf eine sehr sanfte Art und Weise weiterhin diesen Weg gehen. Gewaltlos, immer gewaltlos sein, denn das ist der Beispiel, den man geben muss. Immer gewaltlos bleiben, immer liebvoll und immer stark in der eigenen Wahrheit zu sein. Das muss man machen.